Ja, herzlich willkommen zum zweiten Sylter Strandgespräch, auch wenn wir nicht direkt am Strand sitzen, aber wir haben eine Top-Location hier gefunden im traditionsreichen Keller der Sansibar. Und dann darf ich, so wie es sich auch gehört, zunächst und als Ersten den Hausherrn Herbert Seckler hier begrüßen. Lieber Herr Seckler, schön, dass wir hier sein dürfen. Wir haben uns eben schon mal ein bisschen umgeschaut hier hinten. Uns wurde ganz schwach vor Augen, welche Werte da liegen. Erzählen Sie noch mal 3-4 Sätze über diesen Weinkeller. Ja, der Weinkeller ist also hinterhergekommen. Also da war der Betrieb schon am Laufen, aber wir hatten permanente Platznot und Lagernot. Und dann haben wir den damals, schon länger her, hinter das Restaurant, unter das Restaurant gebaut. Und am Anfang war das nur als Lagerraum gedacht und später ist das dann so entstanden. Ja, ganz toll. Liebe Zuschauer auf SAZ.de, vielleicht muss ich Herrn Rummenigge das noch kurz erklären. SAZ, das heißt Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag. Wir sind von der Auflage fast so groß wie die Süddeutsche, das nur mal nebenbei. Und wir sehen uns alle, so hoffen wir es jedenfalls, auf SAZ.de wieder. Und natürlich die Hauptsache, ich bin alter Printmann. Unsere Zuschauer wissen das. Wir werden Anfang der Woche im Print auf einer Seite über dieses Gespräch berichten. Und natürlich widmen wir dieses Gespräch, das sieht man an dieser Runde, die ich gleich noch vorstelle, uns natürlich dem Sport. Ich fange einfach neben Herrn Seckler an. Wir freuen uns ganz besonders, Johannes B. Kerner, dass Sie hier dabei sind. Sie haben sonst ein noch größeres Publikum. Gestern Abend, wie war die Quote eigentlich? Ja, die war ausbaufähig. Die war gar nicht so schlecht, aber ist noch Luft nach oben. Aber das sage ich immer, wenn sie nicht 100% war. Und 100% war sie leider noch nie. Also wir sind nicht unzufrieden. Aber ich habe mir sowas gedacht, als der Anschlag gestern dazwischen kam, dann sind die Menschen anders orientiert. Es ist vom Gefühl her dann einfach nicht so eine Zeit für eine Unterhaltungssendung. Einfach durch Barcelona war es so, dass die Leute ein starkes Nachrichteninteresse haben. Und das kann man verstehen, das ist ja auch richtig so. Insofern ordnen wir uns da ein in das Gesamtgefüge. Das war eine Unterhaltungssendung, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und dann haben wir einen ehemaligen Fußballnationalspieler und Bayernspieler hier, Michael Rummenigge, ganz toll. Ich glaube, Sie haben Ihre Fußballschule kurz unterbrochen, oder wie? Ja, wir haben sie kurz unterbrochen. Heute war der Abschluss der 5. Woche. Wir sind ja immer am Stück 6 Wochen hier. Nächste Woche, Montag, geht die 6. Woche dann zum Abschluss. Wir orientieren uns immer an Nordrhein-Westfalen und ich habe nicht nur für Bayern gespielt, und das möchte ich betonen, auch für Borussia Dortmund. Das ist richtig. Da erinnere ich mich eigentlich lieber dran. Bitte? Da erinnere ich mich eigentlich lieber dran. Ja, ja. Es war beides schön, muss ich sagen. Wir wohnen in Dortmund. Der FC Bayern, wenn man das gleich mal das Thema aufgreift, startet er in die Saison heute gegen Bayer Leverkusen. Und ich habe die Trainerquote gelesen, wer alles wieder getippt hat, dass sie deutscher Meister werden. Also ist, glaube ich, nur einer dabei, der gesagt hat, Bayern wird kein deutscher Meister. Und denkt, ja, der wollte sich nicht so ganz festlegen. Der junge Bursche da. Von daher ist der FC Bayern in Deutschland das Nonplusultra und in Europa sicherlich auch in den ersten 4. Das ist der Club schlechthin. Also. Und er wird ja noch natürlich geführt von einem Familienmitglied von mir. Das macht er auch Weltklasse, unser Karl-Heinz. Und bei uns sieht man, dass wir mit diesem zweiten Sylter Strandgespräch vorangekommen sind. Beim ersten, letztes Jahr, vor einem Jahr, gab es nur ein Thema hier. Das war der HSV, Bernd Wehmeyer war noch dabei und der THW Kiel. Also, heute große, tolle Runde hier. Carsten Köthe. Ja. Unsere Reporterlegende von Radio Schleswig-Holstein. Sag mal, wenn man so auf Sylt lebt, ist man da vom großen Fußball ganz weit weg? Nein. Erstens nicht, weil ich meine, der große Fußball ist überall in allen Restaurants und in allen Gaststätten zu Hause, weil die Fernseher da hängen und man gucken kann. Und ich bin ja außerdem auch noch halber Kieler und beobachte natürlich insofern mit ganz großer Freude die Entwicklung von Holstein-Kiel und freue mich, dass das nun endlich mal wieder für die zweite Liga gelangt hat und dass sie da so prima gestartet sind. Ja. Wir haben 3 Tore in Berlin geschossen. Bedauerlicherweise haben sie 4 gekriegt. Sie haben 3 geschossen. Daran arbeiten wir. Ja, Sonntag geht's gegen Greuther Fürth. Da drücken wir wieder die Daumen. Ja, Thorsten, du bist eigentlich einer, das ziehe ich jetzt einfach mal vorweg, weil wir bei diesem Thema sind, als Manager und Geschäftsführer des deutschen Handballrekordmeisters.
Hast du den Aufstieg von Holstein mit einem lachenden oder doch mehr mit einem weinenden Auge gesehen? Sponsoren gibt es ja in der Hülle und Fülle in Kiel auch nicht. Ja, ist so. Also es ist natürlich erstmal toll, dass die Sportstadt Kiel jetzt zwei starke Clubs hat. Einem Fußball, einem Handball. Und die hatten es auch richtig verdient. Ich glaube, haben auch viele Fußballfans in Schleswig-Holstein, nicht nur in Kiel, darauf gewartet, dass Holstein Kiel mal wieder in diese Liga aufsteigt. Aber wir spielen Handball und wir spielen Champions League und wir haben wieder alle Dauerkarten verkauft. Größer machen können wir die Halle nicht. Die ist ausverkauft bei jedem Spiel. Das wird auch nächstes Jahr so sein. Und trotzdem ist es natürlich so, ich sag mal, wenn vorher vielleicht 4-5 Millionen in der Stadt Kiel vergeben wurden an Sponsorengeldern, dann sind jetzt nicht auch einmal 10 da, nur weil Holstein auch 5 braucht. Also man muss sich schon strecken jetzt. Und Fußball ist immer größer als Handball. Also es ist schon, es beschleunigt uns alle ein bisschen in der Arbeit. Herbert Seckler, vor einem Jahr haben wir darüber gesprochen, dass Sie als Co-Sponsor bei den Würzburger Kickers agierten. Das okay. hat uns ja, oder viele Menschen, ziemlich überrascht. Die Insider wussten natürlich, warum. Sie sind befreundet mit Bernd Hollerbach. Der ist nicht mehr Trainer bei den Kickers und Sie auch nicht mehr Sponsor. Ist das richtig? Nein, nein, das ist richtig so. Also es war mehr so eine Spaßgeschichte mit dem Hollerbach zusammen. Und da war dem sein Geschäftsführer da, dem wo der Club gehört, da war, die waren mal hier und hatten mal einen lustigen Abend. Und, wie es halt so geht. Aber das war eine sehr, sehr lustige und schöne Zeit. Und hat halt jetzt nicht ganz so geklappt, aber na, klappt wieder was anderes. Welcher Verein darf sich denn Hoffnung machen? Also ich würde jetzt nicht mehr in das war eine private Sache zwischen Hollerbach und mir. Jetzt, wenn, ich bin da zu klein, um einen großen Verein zu sponsern. Und von meinem Gefühl her, jetzt mache ich ein bisschen mit Theo Handball und das reicht. Weil an die großen Vereine ist ja nicht dran zu denken bei meinem Einkommen. man sieht ja auch, wenn wir im Weinkeller sitzen, da ist kein Wein drin. Also. Ah, ja. Nein, aber, das muss ja noch einmal gesagt werden. Aber so Top-Vereine, das kann man nicht. Genau. Ja. Musst du ja auch nicht. Also. Aber für Handball reicht es gerade noch. Ja. Ein bisschen. Die sind auch gut. Sie sind super. Super. Kommen wir zum Fußball und Fernsehen, Johannes B. Kerner. Ich meine, in Ihrer Anfangszeit, die lag auch bei RAN mit, ist das richtig? Schon ein paar Wochen her, ne? Ja, stimmt. Ja. Das war Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Ja, genau. Erste Sendung am 14. August 92. Ja. Da, das war der erste Privatsender, der, glaube ich, Bundesliga-Fernsehrechte bekam. RTL hat es mal für ein Jahr vorher, haben diese Sendung Antriff gemacht, damals mit Uli Potowski und Günther. Stimmt. Aber im Grunde genommen groß angelegt und wirklich verändert in der Art und Weise der Berichterstattung war das damals Reinhold Beckmann mit seinem Team. Ja. So, nun kriegt der deutsche Fußball ja für die nächsten Jahre die erste Milliarde. Das hat man ja geschafft aus Fernsehgeldern. Mich interessiert mal Ihre Meinung als Fachmann. Jetzt, um alles zu sehen, müssen Sie Sky haben, müssen Eurosport 2, glaube ich, so heißen die, haben und möglichst auch noch was anderes, um montags auf RTL Nitro nochmal alles über sich ergehen zu lassen. Ja, und Eurosport HD Plus und DAZN natürlich. Und DAZN, ja. Habe ich vorgestern Abend Madrid-Barcelona gesehen, auch so ein schöner, guter Sender. Ja, halten Sie diese Entwicklung für gut und richtig? Soll ich was ganz ehrlich sagen? Ich kann es gar nicht perfekt beurteilen, weil ich blicke nicht mehr durch. Ich weiß es ehrlich gesagt selbst gar nicht. Ich lese auch mit einem gewissen Lächeln die Berichterstattung darüber, dass man gar nicht mehr weiß, wo was ist. Es gibt so ein paar Felsen, sage ich mal. Da weiß man, also bei Sky gibt es wohl sehr viel und Sportstudio gibt es auch. Und natürlich gibt es die Sportschau nach wie vor. Ja, aber es ist schon verrückt. Sagen wir so, diese extreme Verteilung, Diversifikation, wie man sagt, für die Endverbraucher halte ich für problematisch. Ich glaube, der Fan, der ganz normale Fan, verliert irgendwann den Überblick. Und wenn er den Überblick verliert, distanziert er sich vom Fußball. Und das halte ich für gefährlich, weil Sie gesagt haben, jetzt hat der deutsche Fußball zum ersten Mal eine Milliarde. Also für einen länger laufenden Vertrag. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Berichterstattung der letzten Tage und Wochen verfolge, dass Geld nicht glücklich macht. Weil ich glaube, dass der Fußball signifikante Probleme hat. In den Stadien, mit Hooligans, mit Ultras, mit Pyrotechnik und so weiter und so fort. Also Geld allein macht offensichtlich nicht glücklich. Und ich glaube, dass wir da intensiv drüber sprechen können. Also was Kommerzialisierung einerseits angeht, wenn es darum geht, dass eine Familie, ein Vater mit zwei Kindern sich einen Stadionbesuch noch leisten können muss, mit einer Bockwurst, mit einer Anfahrt, mit einem Parkplatz und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite eben bestimmte Kräfte, sage ich mal,
nachvollziehbar oder nicht, versuchen, sich den Fußball von früher zurückzuholen. Da ist so viel drin gerade, wie ich finde, in den Bundesliga-Stadien und in der Bundesliga an sich. Da ist das Geldthema das eine, ja? Aber ich nehme daraus die wirklich sichere Erkenntnis, dass Geld nicht glücklich macht. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass der Fußball nicht nur durch das Geld regiert wird. Also allein der Transfer von Neymar, da hat mal irgendjemand eine schlaue Idee gehabt, in den Vertrag reinzuschreiben, 222 Millionen, hat aber nie einer gedacht, dass das bezahlt würde. Jetzt kommt da einer aus Katar und macht das. Eine Verhinderungssumme gewesen. Das ist eine Verhinderungssumme, damit, ja. damit der Spieler überhaupt wechselt. Ich glaube, bei Messi stehen 500 Millionen drin. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal einer und zahlt 500 Millionen. Es ist ein bisschen merkwürdige Entwicklung, die wir da sehen. Dieser Transfer reißt natürlich dann auch bei anderen Vereinen Begehrlichkeiten rein, Coutinho in Liverpool und Dembele in Dortmund. Dann kommt so ein Spiel auf einmal nicht mehr zum Training. Ich finde auch, der Respekt und diese Loyalität auch zum Club, wo man unterschrieben hat, spielt eine Rolle. Also wir haben momentan ein paar Baustellen, die man beseitigen muss. Der DFB geht ja jetzt darauf ein, dass nicht nur eine Kollektivstrafe ausgefüllt wird, sondern Einzeltäter sehr gut. In Dortmund war das ganze Stadion leer mit der Südtribüne, dann ist natürlich keine Stimmung da drin in der Bude. Und da werden alle bestraft für wenige Einzelne. Weil auch Dortmund eine Südtribüne ein Problem hat. Ja, Ultras und Hooligans. Schaut an, was in Hannover los ist mit dem Martin Kind, mit der 51%-Klausel, die da passiert. Also es sind momentan sehr viele Baustellen, aber es spricht auch jeder bei dem Fußball. Die Solidarität, auch die Bayern jetzt mit den Dortmundern zeigen, finde ich auch bemerkenswert, weil bei denen kann sowas ja genauso irgendwann mal passieren, dass irgendwo ein Scheich kommt oder irgendwo ein ganz großer anderer Club kommt und sagt, wir wollen Thiago haben oder wen auch immer oder Lewandowski. Die Gefahr besteht ja immer, dass deine Spieler abgeworben werden. Darf ich was sagen dazu? Ich glaube, die Problematik ist zweiteilig. Also einerseits die Neymar-Ablöse. Sagen wir mal, die 222 Millionen stimmen, ist ja ein bisschen egal, ob es 220 oder 225. Ja. Also diese völlig irreale Summe stimmt. Herbert hat recht, es hat immer einen teuersten Transfer gegeben, auch vor 20 Jahren schon. Halt noch nicht zu der Summe, aber einen teuersten. Und irgendwann war der Mario Gomez und dann wurde für einen Innenverteidiger auf einmal 40 Millionen gezahlt und so weiter. Jetzt halt diese Summe, die eigentlich eine Verhinderungssumme ist. Die hat in der Systematik, das kann man unappetitlich finden, ich persönlich finde es unappetitlich, aber das ist nochmal eine andere Sache. Nur in der Systematik hat sie, da hat Michael völlig recht, zur Folge, dass, wir haben noch keinen Transferschluss bis 31. August, wir eine laufende Saison haben bereits, mit so wichtigen Sachen wie Champions League Quali und so ein Spieler wie Coutinho in Liverpool nicht eingesetzt wird, weil es immer noch sein kann, dass sie den nach Barcelona abgeben, weil die einen Nachfolger brauchen für Neymar. Und jetzt, da geht es einfach darum, ob sie 130 kriegen oder nicht. Mit Dembele in Dortmund genau das Gleiche. Die wären ja verrückt, wenn sie nicht zumindest den Gedanken hätten, für diesen Jungen 100 Millionen mitzunehmen. Absolut. Und sie wissen nämlich, dass sie Geld haben. Nämlich genau 222, stand ja in der Zeitung. Also so, das ist so eine Verschiebung im System. Und du hast jetzt einen wichtigen Saisonauftakt und kannst nicht arbeiten. Ja. Der Coutinho ist für Jürgen Klopp ein überragend wichtiger Spieler. Das ist ein Ausnahmefußballer. Den kann er nicht bringen. Wenn er sich die Haxen bricht, dann ist ja nichts mehr wert. Also das muss man, und das ist für mich eine komische Verschiebung. Das ist das eine. Das andere, und das ist hat eine politische Komponente. Was ist das eigentlich für Geld, mit dem da gespielt wird? Das Geld kommt von den Eigentümern von PSG. Die Eigentümer von PSG sind Katar. Ja, das ist das Land, wo irgendwann mal die Weltmeisterschaft bei 85 Grad ausgetragen werden soll. Wir hatten da schon eine. Ja, ganz genau. Die Handballer hatten schon eine. So lange ist das nicht mehr hin. Die übrigens bis vor kurzem auf dem Trikot hinten auf den Trainingsleibchen von Barcelona auch als Sponsor drauf waren, wo der langjährige Trainer des FC Bayern München und früher von Barcelona geschäftliche Verbindungen mit denen hat und so weiter. Die Leute, die dort arbeiten, nicht so günstig behandeln in Katar und so. Das ist für mich so eine politische Komponente. Was haben die auf einmal für einen Einfluss, übrigens Bayern haben auch mal Trainingslager gemacht da, aber was haben die für einen Einfluss auf unseren Fußball mittlerweile? Und was geben wir da weg? Einfach nur, weil das Geld in einem Maße dahin geschüttet wird, wie ich es eben unappetitlich finde. Und das ist so eine politische Geschichte und das andere ist die Systematik, was macht Geld in der Transferperiode? Thorsten, bei euch vor einem halben Jahr, glaube ich, hat der Nationaltorhüter Wolf mal so für kleines Geld etwas Ähnliches versucht. War das so? Andreas Wolf ist so mehr oder weniger zum Gesicht des deutschen Handballs geworden. Er ist medial sehr präsent, wie das für andere Spieler vielleicht gar nicht so im Moment möglich ist. Er ist auch ein guter Typ. Er hat eine überragende Entwicklung hinter sich. Zu uns ist er gekommen oder bei uns unterschrieben hat er, bevor er dieser Spieler wurde und bevor er Europameister in Polen wurde. Und dass das natürlich Begehrlichkeiten und andere Clubs auf den Plan ruft. Wir haben ja unabhängig mal von ihm im Handball im Moment die Situation, dass wir zwar die stärkste Liga sind, weil es spannend ist. Auch wir gewinnen unsere Spiele nicht mehr mit 20 Toren Vorsprung. Der Geldfluss hat sich auch im Handball verändert. Wir haben europäische Clubs, die mit Zehnen gesteuert sind.
PSG, Paris gibt es auch im Handball. Auch, ja, auch dort spielt eine Weltauswahl. Aber trotzdem sind die auch nicht Champions-League-Sieger geworden, weil sie irgendwie mit vielen Dingen auch nicht klargekommen sind und vielleicht auch noch einen alten Handball spielen. Aber diese Spieler, die Top-Spieler, verlassen zum Teil die Bundesliga, weil sie eben sagen, ich kann in einer schwachen nationalen Liga wie in Ungarn oder in Spanien, da werde ich manchmal gar nicht eingesetzt. Für die zählt nur die Champions League. Weil sie gar hat bei euch auch nicht gespielt. Haben keine Gegner. Wie er wollte. Er hat, es stimmt nicht ganz, weil er hat 50% aller Spiele gemacht. Er hat nur nicht die Spiele gemacht, wo er gerne mehr gespielt hätte. Nun war, ist der zweite Torhüter, der Niklas Landin, der ist mal mindestens genauso gut, ist dänischer Nationaltorhüter, ist Weltklasse und ist schon 2 Jahre länger da. Dass dann der Trainer vielleicht auch erstmal diesem Spieler, der auch immer überzeugt hat, den Vortritt gibt, ist für mich eigentlich selbstverständlich, weil da geht's, für unseren Trainer geht es nur um den Sport. Und beide Torhüter haben trotzdem den THW auch letztes Jahr zum Pokalsieg und auch durch die Saison getragen. Beide haben eine super Saison gespielt. Und ich bin mir auch sicher, dass das dieses Jahr noch wieder ganz anders dosiert wird. Aber was ich eben sagen wollte, es gibt viele Topstars, die sagen, in einer schwachen nationalen Liga, zum Beispiel in Ungarn oder in Spanien, wo ich nur Champions-League-Belastungen habe, kann ich 2 Jahre länger spielen, sprich 2 Jahre länger Geld verdienen. Bei uns geht es ja nicht um 222 Millionen, sondern bei uns geht es ja um deutlich weniger Geld. Und die Spieler müssen deswegen mindestens mal genauso viel tun wie ein Fußballer. Ich behaupte sogar noch mehr, weil wir teilweise 60, 70 Spiele haben und weil der Sport einfach noch schneller ist und weil wir auch nicht so viele Leute im Kader haben, dass wir mal Ribéry und Robben mal 3 Spiele draußen lassen, damit die im nächsten Spiel wieder fit sind. Das haben wir nicht. Bei uns müssen die wirklich alle 3 Tage ran, weil das Geld von oben nicht so reinkommt. Ich höre das ja immer nur, die Summen. Und natürlich ist im Fußball heute viel, viel mehr Geld, was reinkommt, meistens über Rechte, über Fernsehrechte. Also das Fernsehen bestimmt das ja zum großen Teil. Und Katar oder solche Staaten, die dann eben auch mal Champions-League-Sieger werden wollen. Aber so wie ich das sehe, ist Paris Saint-Germain im Fußball auch weit davon entfernt, das sportlich zu schaffen. Also ja, habe ich jedenfalls den Eindruck. Das Spiel gegen Barcelona war nicht schlecht, aber das Rückspiel war... Das Rückspiel war dann irgendwie doof. Ne? Deshalb haben sie ihn ja gekauft, weil Neymar das Spiel entschieden hat. Aber was verdient denn so ein super... Ich weiß nicht, aber einfach sag mal so eine Summe. Was verdient der bestbezahlte Handballer in Deutschland? Du brauchst ja keinen Namen nennen. Ja, eben in Deutschland nicht so viel wie in Paris. Also was verdienen wir sind jetzt die Gehälter von Paris nicht 1:1 bekannt. Aber da wir auch bei dem einen oder anderen mal mit angefragt haben, wissen wir, dass da auch schon 7-stellig... brutto verdient wird, aber immer mit einer 1 davor. Und in Deutschland kann es maximal eigentlich so bei 400.000, 500.000 Euro brutto liegen. Das ist so das, was ein Spitzentop... Also das sind die herausragenden Spieler. Und der Rest geht runter. Wir haben auch Spieler im Kader, die 3.000 Euro brutto verdienen. Die fangen dann gerade an. Ja. So, das ist, und trotzdem stehen sie auf dem Spielfeld in der Bundesliga. Ja. Und das ist in anderen Bundesliga-Vereinen genauso. Also da ist ja auch eine große Schere zwischen den 3 oder 4, 5 Mannschaften, die ganz oben stehen, und dem Rest. Da die Mannschaften, die aufsteigen, die haben es ganz, ganz schwer, in der Liga zu bleiben. Das hat sich ja die letzten Jahre auch nach oben hin entwickelt, natürlich, ne? Mit den Gehältern und alles. Ja, wir sind natürlich auch froh, dass wir jetzt eine ganz andere Fernsehpräsenz haben. Ja. Wir haben ja nicht nur den Vertrag mit Sky, über den wir sehr glücklich sind. Wir haben vor allen Dingen auch den Vertrag, das ist nämlich eine Co-Geschichte zwischen der ARD und den Öffentlich-Rechtlichen, sprich der Sport A plus Sky. Und dadurch haben wir die gute alte Sportschau im Fokus. Wir spielen jetzt sonntags um 12.30 Uhr. Das ist erstmal ungewohnt, nicht nur für die Spieler, die gerne mal länger schlafen, sondern auch für die Sponsoren. Da müssen wir uns ein bisschen umstellen alle. Aber wir haben die Chance, am Sonntagabend in der Sportschau zu sein mit einem Zusammenschnitt. Und das wird dem Handball eine Reichweite geben, die ihn nicht jetzt auf Fußballniveau stellen wird, aber zumindest mal als zweite Sportart in Deutschland noch stärker macht. Carsten, ja. Radio Schleswig-Holstein spielt nur eine Nebenrolle im Fußball und auch im Handball. Oh, sag das nicht. Sag das nicht. Du musst schon fremdgehen als Hörer, um auf dem Laufenden zu sein. Ist das richtig? Nein, um Himmels Willen. Also bei uns hörst du Übertragung zum Thema THW Kiel, du hörst Übertragung zum Thema Flensburg-Handewitt, du hörst natürlich Holstein-Kiel, da sind wir immer live in den Stadien dabei. Wenn du nun erste Fußball-Bundesliga hören willst, dann musst du fremdgehen, ja. Wobei, das war früher auch bei uns zu Hause, also im Stream, haben wir tatsächlich damals das entwickelt. Mit 9011, dass man das über. Sind das die Rechte, die jetzt Amazon gekauft hat? Hören kann. Das ging dann an Sport 1 FM und dann kam bestimmt. Amazon. Das waren dann eben die etwas größeren, als die Rechte frei wurden. Da kannst du denn natürlich als. Aber das kriegst du als doch gar nicht mehr auf die Reihe, wo was ist. Aber da frage ich mich doch auch als Konsument, wenn ich sonntags nachmittags mit dem Auto durch die Republik fahre, dann höre ich öffentlich-rechtlich, da werde ich in dem Fall gut bedient. Ja. Da buche ich doch nicht noch für 10 Euro Amazon dazu, oder? Um es im Radio zu hören. Ja.
Das im Radio nicht, aber Amazon Prime-Kunde zum Beispiel macht dann, wenn du 4,99 Euro drauf zahlst, als Beispiel, zeigen die dann die Freitags- und Montagsspiele über Internetfernsehen. Ne? Also es ist der Wahnsinn, und darum sage ich ja, es blickt ja auch momentan noch keiner so richtig durch. Ja. Ich habe Sky, haben sie mir schon wieder erhöht, die ganze Nummer. Ich habe aber nicht alle Spiele. Dann frage ich die doch, Freunde, was ist denn bei euch los? Wobei ich muss sagen, ich bin vor kurzem bei uns im Haus im Keller gewesen, seit langem mal wieder. Und da stand der Fernseher aus dem Zimmer meiner 14-jährigen Tochter. Den hat sie abgebaut und hat da hingestellt. Dann habe ich sie gefragt, ist der kaputt oder brauchen wir? Nee, ich brauche keinen. Die guckt nur noch Stream. Da wird nicht mehr Fernsehen geschaut. Ne? Kinder, ja. Verändert sich. Ja, aber das wird, dieses Streamen nehmen alle, auch meine Mitarbeiter. Egal, ich habe da 200 junge Leute. Ich muss ja immer arbeiten. Das ist ja das Problem. Da stehen sie den ganzen Tag und streamen. Und das ist das. Mein Sohn das guckt morgens beim Frühstück auf dem Handy die 20 schönsten Tore aus der Welt. Ja. Und das geht schnell? Ja, ich erfahre dann so zwei Tage später, erfahre ich von irgendeinem Superfallrückzieher in Asien und schicke ihm das, da lacht er mich aus. Das hat er schon gesehen, das hat er schon wieder vergessen. Ja. Wir haben ja über SAZ.de das Vorbereitungsspiel zwischen Holstein Kiel und dem HSV, das war in Neumünster, eine Stadt, die mitten in unserem Verbreitungsgebiet liegt, übertragen. Und da schoss ja dieser Holstein-Spieler Schmidt ein Tor aus 70 Tor des Monats, klar. Metern. Und da ruft mich vorletzten Sonntag, als die ARD zum ersten Mal abends die Auswahl fürs Tor des Monats, da sind die im letzten Moment noch auf die Idee gekommen, wer hat denn eigentlich die Rechte für dieses Tor? Ja. Das waren wir. Jetzt will ich mal was sagen. Da haben wir nicht mal eine vierstellige Summe dafür bekommen. So kann Fußball auch laufen. Ja. Schlechtes Verhandlungsgeschäft, wollte ich sagen. Aber da kommen wir zu diesem Thema, das uns doch alle im Moment jetzt beim Bundesliga-Start beschäftigt. Sie haben das eben schon mal kurz angerissen. Es wird über Ultras diskutiert. Letzten Montag, das war ja alles ganz furchtbar in Rostock, über Ultras gegen ihren Lieblingsverein Hertha. Es wird über Ultras diskutiert. Niedersachsens Innenminister Pistorius hat jetzt sogar ins Gespräch gebracht, dass er sich vorstellen könne, dass man im Stadion, also für mich ist das bizarr, eine Ecke schafft, wo die ihre Leuchtraketen da abschießen. Da hätte ich gerne mal was zugehört. Ja, also in der Ecke schaffen für Hooligans, die ihre Pyros abbrennen, geht ja gar nicht, weil wir haben ja eine sehr gemischte Zuschauerstruktur. Viele Kinder, viele Familien, sehr viele Frauen mittlerweile im Stadion. Es gibt ja sogenannte Familienecken, aber wir können doch nicht in einem Stadion, was ein Bundesligaspiel liefert, können wir doch nicht einen Raum schaffen, ich sag's jetzt mal, für gewaltbereite Täter, die Pyros abschießen wollen, wo andere Leute in Gefahr bringen. Das geht doch nicht. Und darüber muss sich auch der Herr Pistorius mal Gedanken machen. Das Beste ist, man klärt das vorher, wer wo wann ins Stadion kommt. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, darum diese Kollektivstrafe abzuschaffen vom DFB finde ich hervorragend, um dann auch diese Einzeltäter zu finden, denn die sind ja mittlerweile auch sehr gut organisiert, wie wir das ja aus Hannover auch gehört haben und sehen, und von daher ist das, geht das ja gar nicht, dass dort in einem Stadion das zur Verfügung gestellt die, wird. Die Szene, nennen wir das jetzt mal die Ultraszene. Ich glaube nicht, dass es eine Szene ist. Ich glaube, dass die viel differenzierter ist, als wir glauben, dass da ganz unterschiedliche Bestrebungen gibt. Da gibt es Hooligans, die treffen sich einfach, um sich auf die Glocke zu hauen. Ja, das machen die am Rande von Fußballspielen. Das könnten die aber genauso gut am Rande von Schützenfesten machen. Also nichts gegen Schützenfeste wird, aber das ist einfach, die verabreden sich zum Kloppen. Ja, dann gibt es Ultras, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie sozusagen den hehren Fußball, den guten Fußball, den nicht kommerzialisierten Fußball vertreten. Da kann man zumindest mal im Gespräch sein mit solchen Leuten, finde ich, weil ich da gewisse Argumente nachvollziehbar finde. Und es gibt zwei, drei andere Bestrebungen auch noch. Was für mich völlig inakzeptabel ist, sind zwei Dinge. Erstens, das Infragestellen des Gewaltmonopols des Staates. Es kann nicht sein, dass irgendjemand für sich in Anspruch nimmt, dass er gewalttätig ist gegen andere Menschen und Sachen. Dieses Gewaltmonopol hat bei uns der Staat, damit sind wir sehr gut gefahren. Und es gibt keinen Anlass, auch nur im geringsten daran zu zweifeln und das zu hinterfragen. Das ist für mich also Conditio sine qua non, nicht zu diskutieren. Und das Zweite ist das, was Michael angesprochen hat. Ich selbst kann verstehen, dass Leute Stimmung machen. Ich finde tolle Choreografien super. Ja. Ich mag kluge, lustige Gesänge und so weiter. Total, ich lache mit. Ich freue mich richtig dran. Bei Pyro ist es so, dass nach meinem Verständnis
ja, nach meinem Verständnis, es nicht zwingend zu einem unterhaltsamen Fußballspiel dazugehört. Und ich sehe eben die Gefahren. Ich weiß, dass nicht jede Leuchtrakete jemanden tötet, das ist mir schon klar. Aber ich weiß, dass es sein kann, wenn das blöd an eine blöde Jacke rankommt. Absolut. Ich habe mal so einen Test gemacht im Fernsehen und bin dafür viel gescholten worden. Das Ding steht innerhalb von Sekunden bei 1000 Grad in Flammen und ich möchte nicht, dass mein Kind in der Jacke steckt. So einfach ist das. Und ich gehe oft in internationale Stadien. Ich bin wirklich viel mit der Champions League unterwegs. Ich bin jetzt häufig in Liverpool im Stadion. Da gibt es keine Pyrotechnik und will mir nicht jemand sagen, dass da schlechte Stimmung ist im Stadion. Also das ist vielleicht ein bisschen ruhiger und ein Tick anders als bei uns, aber da ist auch richtig Absolut. Was los. Da sind Fußballfans, also die klatschen. Gibt's nicht. Nein. Also sehr viel weniger. In Liverpool bin ich oft gewesen, da habe ich es praktisch noch nie gesehen. Ja. Und ich meine, Liverpool ist das Stadion, wo sie You Never Walk Alone singen. Da hast du Gänsehaut, Garantie, ja, vor jedem Spiel. Und da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass schlechte Stimmung ist. Also zwei verschiedene Themen. Ja. Ich habe jetzt viel geredet. Ja. Pyro ist die eine Sache. Gewaltmonopol des Staates. Für mich beides nicht diskutierbar. Ja. Was dieses kommerzialisierte Fußballding da angeht, da bin ich mittlerweile auch, habe ich manchmal so ein bisschen Verständnis, weil ich einfach nicht akzeptieren kann, dass ein Vater mit zwei Söhnen sich Fußball nicht mehr leisten kann. Hier, Uli Hoeneß sagt das immer bei den Bayern. Ja. Es muss klar sein, und Kalle ja auch, es muss klar sein, dass es möglich ist, dass du bezahlbar das bezahlen bleiben. Kannst. Bezahlbar bleiben. Loge hin oder her, alles super, alles Champagner, ist mir alles wurscht, aber es muss möglich sein, ins Stadion zu gehen, für normale Menschen. Herbert Zecke, schneidest du das ab? Wie sehen Sie aus dieser tollen gastronomischen Sicht auf Sylt diese Situation? Ja, ich finde schon, dass die Bundesliga für alle da sein sollte. Das ist schon ein Allgemeingut. Für mich gibt es so Dinge, weil Fußball ist halt der deutsche Sport für viele, viele Menschen. Und ich finde es wahnsinnig traurig, wenn jetzt, sagen wir mal, die Fernsehrechte so verteilt werden, dass man wirklich, wie meine Mitarbeiter überlegen jetzt, was wollen wir sehen? Nehmen wir Sky oder nehmen wir Eurosport, aber die sagen, zwei können wir uns auch nicht leisten. Ja. Man will keine zwei haben. Ich will jetzt nicht, dass öffentlich-rechtlich das umsonst gibt, aber man hätte vielleicht bei Sky bleiben sollen oder einen anderen, wo 100% überträgt. Mhm. Weil, okay, früher gab es eine halbe Stunde Sportschau. Und wurden nicht alle Spiele gezeigt. Ja, und man hat nichts gesehen. Aber wenn ich richtig informiert bin, hat Sky jetzt mehr bezahlt für weniger Rechte. Ja, aber das ist die Entwicklung. Ja. Die DFL will natürlich zwei, drei Leute am Tisch haben. Kannst du besser verhandeln. Hier war ja sogar die EU Ausgangspunkt, weil die EU sagt, beim Bezahlfernsehen müssen wir Wettbewerb haben. Ja, aber die EU ist dann auch verantwortlich dafür, dass es den blauen Autoreisezug gibt. Und du aber weißt, an welches Gleis du fahren sollst, wenn du die EU hast. Das stimmt. Ich habe schon drei verschiedene Rückfahrttickets im Auto liegen. Jetzt brauchen wir doch den Rotwein. Das ist ja ein bisschen so. Torsten Storm, diese jetzt nicht Fernsehen profitiert ja auch ein bisschen davon, weil Sky nun alle Spiele der Handball-Bundesliga, glaube ich, überträgt. Über Mittagshandball kann man streiten. Ich persönlich muss nicht mittags bei wunderschönem Sonnenschein in der Halle sitzen. Ich halte das nicht für gut für die Entwicklung des Handballs, oder? Das wird sich zeigen, aber wir sind ein Familiensport. Zu uns kann man gehen. Wir haben nun überhaupt keine Hooligans, auch wenn wir nicht in England spielen. Wir haben wirklich einen ganz harmlosen Sport. Jedenfalls alles, was rundherum abläuft auf dem Spielfeld, geht es dann doch, finde ich, noch mehr zur Sache als im Fußball. Aber ob man jetzt um 12.30 Uhr spielt oder um 19.30 Uhr, das wird jetzt die Leistung auf dem Feld nicht verändern. Aber für den Fan wird es eine Umstellung sein, der in die Halle geht. Und viele Kinder können kommen, aber haben vielleicht auch selber Handball zu spielen, ne? Und das wird dann meistens ja nachmittags sein und nicht abends. Also das wird schon eine Umstellung. Aber man kann nicht alles haben und wir müssen diese Lücken nehmen, die der Fußball noch lässt im deutschen Sport, also im Fernsehen. Und wir brauchen das Fernsehen, um unsere Profis zu bezahlen. Insofern gehen wir diesen Kompromiss und wir haben da auch gar nicht lange drüber diskutiert. Wir haben einen Vertrag bekommen, ARD plus Sky. Und dass wir mittags spielen, hat ja auch viel mit der Sportschau zu tun. Und da genau wollten wir rein. Weil die ich denke da aber wirklich auch an den Amateursport, an den Amateurfußball, an den Amateurhandball. Wer soll da überhaupt noch hingehen? Ja, also bei uns hat es jetzt trotzdem dazu geführt, dass wir ausverkauft sind. Also ich hoffe, dass es in allen anderen Hallen auch so ist. Wir haben einen hohen Zuschauerzuspruch. Aber ohne Fernsehen wird der Sport nicht überleben können. Also man muss versuchen, da irgendwie gemeinsam durchzugehen. Und wir haben mit unseren Fans gesprochen. Wir haben, das machen auch andere Clubs. Und ich glaube, das wird sich schon gut ausmachen. So, wir gehen jetzt in die Schlussrunde. Carsten, warum freust du dich auf die neue Saison? Weil
das wahrscheinlich etwas spannender wird, als es in den vergangenen Jahren war. Ich glaube, dass es oben etwas spannender wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern nochmal so ein, keine Ahnung, 12, 15 Punkte Vorsprung erarbeiten. Ich glaube, da gibt es ein, zwei Vereine, die mitmischen können. Dann gibt es ganz spannende Fragen, wie gesagt, wie jetzt Dortmund diese ganzen Diskussionen um den Billy hinkriegt. Und dann freuen wir uns natürlich alle unfreiwilligerweise auf den HSV und auf das, was es da Neues gibt. Der Auftakt gegen Osnabrück war ja schon wieder vielversprechend. Wir harren mal der Dinge, was da auf uns zukommt. Also, die Pokalüberraschung ist ausgeblieben. Da ist eine Menge Druck. Okay. Die Überraschung ist ausgeblieben. Das war gut. Die Überraschung ist ausgeblieben. Da ist eine Menge Druck drin. Sehr gut, sehr gut. Was sehr gut. Oh, wird. Also, meine, das ist eigentlich der Spruch des Tages für die Montagsausgabe. Nicht von mir. Ja. Oder? Ja, und. Ja, ich freue mich auf jede Bundesliga-Saison, wenn man so lange wie ich in der Bundesliga gespielt hat. Das ist immer was Besonderes. Ich bin heute Abend, wir sind diesmal in einer anderen Lokalität. Du hast ja keinen Fernseher hier, was ich aber auch verstehen kann, Herbert. Im Büro hat er einen. Im Büro hat er einen. In einer anderen Lokalität und Fieber natürlich dem Auftakt immer entgegen. Das ist auch eine tolle Nummer, die da gemacht wird seit vielen Jahren. Der Meister macht das Auftaktspiel. Die Bundesliga wird in alle Welt präsentiert. Das ist einfach sensationell. Wo wird sie übertragen? Im ZDF auch. Und bei Sky. Im ZDF? Eröffnungsspiel Eröffnungsspiel wird im ZDF übertragen. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Das müssen wir natürlich rausschneiden. Weil später. Könnt ihr später nochmal senden. Aber man macht sich immer so Gedanken. Wir haben ja auch über den HSV gesprochen, Carsten. Ja. Dann lese ich heute wieder, der Herr Kühne mischt sich wieder ein in das Thema. In das Thema zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Nikolai Müller, warum der Vertrag nicht verlängert wäre. Er hätte mit dem Spieler gesprochen und es würde ja nicht große Differenz sein. Da frage ich mich manchmal, Freunde, was ist denn los eigentlich hier? Ne? Wir brauchen Investoren, keine Frage. Ja. Die Bayern haben auch Audi, die Bayern haben Adidas, keine Frage. Ja. Aber diese Investoren, ich weiß nicht, wie das beim HSV aussieht, 17% habe ich gelesen von der Fußball-AG, dürfen aber nicht Einfluss nehmen auf den sportlichen Bereich. Und ich glaube auch nicht, dass das dem Heribert Bruchhagen so gefallen wird. Aber was soll er machen? Es ist halt manchmal so. Und das ist die Gefahr dann dieser Investoren. Und das muss man sich eigentlich verbieten, dass dann solche Dinge da aufkommen. Ich würde dem HSV die Daumen drücken, weil wir hier auch im hohen Norden sind. Wir dürfen Werder Bremen aber auch nicht vergessen. Schade, dass mein Lieblingsspieler, mein absoluter Lieblingsspieler der letzten Jahre, Claudio Pizarro, nicht mehr da ist. Ja. Ich habe ihn sehr gemocht und sehr geliebt, muss ich ehrlich sagen. In seiner Bayernzeit überall, wo er war. Ja. Toller Typ. Ja. Aber, 45 aufgehört. Ja, der hat jetzt aufgehört, aber ich glaube, wenn die ihm nochmal einen Vertrag gegeben hätten, hätte er auch nochmal weitergespielt. Ja, ohne Trainingsverpflichtung. Ohne Trainingsverpflichtung. Also das sind so, da freut man sich einfach auf die Liga und wir hoffen mal, dass es ruhig bleibt, auch in Zukunft ruhig bleibt in den Stadien. Aber das werden wir nicht ausschließen können, dass Ausschreitungen sind. Aber die Frage müssen wir noch gestatten, wenn Bayern wieder nur ein Titel gewinnt und sagen wir wieder auch nicht den internationalen Titel. Was ist dann da los? Da muss man abwarten. Carlo Ancelotti hat sicherlich ganz gute Arbeit gemacht. Nach Guardiola, der für mich der absolute beste Trainer war, der seit vielen, vielen Jahren dort, ich würde mal sagen, so nach Ottmar Hitzfeld, wobei Jupp Heynckes das Triple gewonnen hat, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Er hatte sich in der Zeit, als er das gewonnen hat, völlig verändert, mehr zum Jugendelan, nicht mehr diese alte, von früher diese Geschichten, nur Autorität, nur Autorität. Da ist er von weggegangen, darum hat er auch Erfolg gehabt. Aber den Fußball an sich mit der Verbesserung, das hat Pep Guardiola sensationell gemacht. Ancelotti war gut beraten, gar nicht so viel zu verändern, was Guardiola gemacht hat. Jetzt hat er natürlich das große Problem, dass Philipp Lahm und Xavi Alonso nicht mehr da sind. Zwei absolute Führungspersönlichkeiten. Und Neuer noch nicht. Und Neuer ist noch nicht fit und Boateng soll angeblich auch nicht spielen. Wenn man die Bayern schlagen kann, dann kannst du die in den ersten fünf Spielen schlagen. Das war immer schon so, bevor sie sich eingespielt haben. Und darum würde ich, wenn ich ein Präsident oder Manager wäre bei einem Bundesliga-Verein, immer darauf hinweisen, ich will in den ersten fünf Spielen gegen Bayern München spielen. dann kannst du sie schlagen. Wenn sie mal ans Laufen kommen, dann wird es unglaublich schwer. Aber wir haben es auch im letzten Jahr gesehen, kein Mensch hat mit Leipzig gerechnet, keiner hat mit Hoffenheim gerechnet. Diese Ausreißer nach oben und nach unten wird es immer geben. Aber ganz besonders gespannt bin ich auf unsere alten Freunde beim SC Schalke 04, beim FC Schalke 04, was da passieren wird mit diesem 30-jährigen Trainer, der den Höwedes 31, der den Höwedes vom Kapitänsamt absetzt, das sind natürlich schon Hausnummern. Also da bin ich mal gespannt, was dort passiert. Ich freue mich auf eine etwas spannendere Bundesliga-Saison, bin sicher, dass sie spannender wird. Ich freue mich auf eine neue Sportschau-Moderatorin, Jessie Wellmer. Ich freue mich auf Bibiana Steinhaus in der Bundesliga als erste Frau, die pfeift.
Ich freue mich auf guten internationalen Fußball auch. Verfolge Liverpool einigermaßen intensiv einfach, weil mir das große Freude macht. Ich glaube, dass wir spannende Spiele haben werden und die Zuschauer und Sportfans in Schleswig-Holstein haben ja alle Möglichkeiten. Die können Champions League Handball gucken, die können in Flensburg Handball gucken und können bei Holstein Zweitliga-Fußball sehen. Genau. Ich will ja gar nicht bis Phoenix Lübeck und Kieler THC und in die zweite Hockey-Bundesliga gehen, aber die werden von euch gut versorgt. Nein, also hier kann man es schon aushalten. Und hier im Weinkeller insbesondere. Und wenn dann Samstag 15:30 ist, dann setze ich mich bei Herbert mal für eine Halbzeit ins Büro und guck, was zu gucken ist. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, Herr Seckler, auch das Schlusswort. Also für mich sehe ich das ein bisschen als Entspannung. Also ich liebe Fußball, ich gucke auch gerne Formel 1, um mich zu entspannen. Weil dann habe ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo ich ja nichts denken muss. Passiert und ja auch nicht viel nach dem Start. Nö. Jetzt wird es ein bisschen intensiver. Ich glaube, wenn da mehr passieren würde, würde ich nicht mehr gucken. Aber jetzt ist auch wie Fußball, ich gucke da gar nicht so. Ich bin jetzt nicht der absolute Fan von irgendeinem Verein. Also es sind fast alle Spiele für mich Erholung. Weil wenn man das so als Außenstehender guckt und nicht so mitfiebern muss für den oder den, ist das eine ganz entspannende Geschichte. Ja. Wie klug, wenn ich das noch sagen darf, dass der HSV sich voll und ganz auf die Bundesliga konzentriert. Das ist ja wirklich wichtig, dass wir diese Doppelbelastung nicht haben. Die Armen. Ja, ich darf mich auf die Relegation konzentrieren. Ganz, ganz herzlich bei dieser illustren Runde bedanken. Hat Spaß gemacht, unser zweites Sylter Strandgespräch. Hoffe, im nächsten Jahr machen wir ein drittes. Gehen wir mal davon aus. Wir werden dieses Jahr auch, ich hätte fast gesagt live, das stimmt aber nicht, aber bei uns auf saz.de ausstrahlen. Mal sehen, die Quote, lieber Johannes Bekerner. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren. Schönen Tag noch hier auf Sylt und wir kommen gern wieder. Danke. Wir bedanken uns. Danke. Danke sehr.